Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Ironboon, der World of Warcraft Ironman Challenge, hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir befinden uns immer noch in den Ösis und sind hier eigentlich fertig, dachte ich, bei der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Aber als ich mich jetzt gerade eingeloggt habe, habe ich gesehen, dass da doch noch die ein oder andere Quest auf der Minikarte ist. Guck mal, da haben wir zwei Stück noch. Deshalb gucken wir jetzt einfach mal, was hier ansteht. Vorweg, Regeln und Rangliste der Ironman Challenge. Wie immer unten in der Videobeschreibung, falls ihr nicht wisst, um was es hier geht, könnt ihr da nachlesen. Und sorry, dass es letzte Woche kein Video gab, kein Ironman hier, weil ihr habt ja gesehen, dass die Boon Tours ein Comeback gemacht haben. Nach 3 Jahren wurde die Levelreihe mit Fuxi endlich fortgeführt, weil er sich einen neuen PC gekauft hat und wir mal wieder zusammen aufgenommen haben. Deshalb habe ich letzte Woche gleich 2 Boon Tours Epis rausgebracht und habe gedacht, Iron Man kann auch mal eine Woche warten. Seid mir da sicherlich nicht böse. Und das ist da hinter der Kirche, aber auch irgendwie. Ach, da ist ja. Wow, what the hell? Lord Raymond George, du bist ja hier ganz schön mächtig unterwegs. Enttarnung der Knochen. Tötet Blutrippe. Ach, in Scholomanz. Das ist eine Dungeon-Quest. Die können wir nicht machen. Und was ist das hier? Verschollene Bande Analen. Hi, Analul. Silberne Hand in Stratholm. Das ist auch Dungeon-Quest. Das können wir auch nicht machen. Also vermute ich jetzt einfach mal, dass das Dungeon-Quests sind. Aber passt ja zum Level. Von daher, nope. Wir dürfen laut Regeln ja keine Dungeons gehen, leider. Deshalb haben wir jetzt, dass wir Fiona treffen müssen oder die Bruderschaft des Lichts. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt schon machen soll, weil das war, glaube ich, ziemlich schwer da hinten. Irgendwas war da hinten. Irgendwas ist in meinem Kopf, was sagt Muni, geh da nicht hin. Stattdessen reiten wir jetzt mal zu Fionas Karawanenwagen und ich glaube, wir nehmen auch die Abkürzung. Ist das der Turm, wo ich hin muss? Ja, guck mal, da haben wir ja ein sehr helles Ziel vor Augen. Da wissen wir ja direkt, wo wir hinreiten müssen. In der Zeit kann ich euch ganz kurz was erzählen. Mein Kumpel Cuba Libre war da. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Twitch-Chat, wenn ihr meinen Livestream verfolgt und so. Und Cuba Libre ist ein sehr intelligenter, begabter Coder und hat mir ein Addon geschrieben. Ich habe es hier. Addons. Es heißt, wo ist M? Moonboon Rampage. So. Dieses Addon macht nichts anderes, als dass es Killstreaks verfolgt. Also wenn ich jetzt einen Mob töte, beziehungsweise wenn ich 5 Mobs töte in einer gewissen Zeit, dann wird ein Soundeffekt abgespielt. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass plötzlich Soundeffekte hier irgendwie abgespielt werden nachher. Es sind diese Quake oder Unreal Tournament Sounds, dieses Rampage und Monster Kill und irgendwie was, ne, Monster Kill war das und Godlike und solches Zeug. 30 Moosschinder Trollen. Lul. Das denke ich manchmal auch, dass der Kevin das ist, ein Moosschinder Troll. Und nur, damit nicht wieder irgendwelche Fragen aufkommen, nein, das Addon ist nicht öffentlich oder steht irgendwie zur Verfügung. Das hat er rein für mich gecodet. Es ist auch noch lange nicht fertig, also es ist so ein bisschen ein Work in Progress. Vielleicht, wenn es irgendwann mal fertig ist, stellen wir es dann zur Verfügung, aber im Moment noch nicht. So, ich muss noch. Ah, da hinten ist er. Ich dachte gerade, wo ist denn die Fiona, die Gute? Wo kommt er wieder hergelaufen? Angelrufen. Hallo, Zilmun. Das ist fertig. Gelegenheitsallianz, das ist auch fertig. Strong? Strong, erstmal gut 2 Quests beendet. Du bist doch der Wichser, der mich fast umgebracht hat, oder? Ja, ich erinnere mich. Er beutet den Leichnam des Kriegsherrn Treschin. Okay, das war alles an Quests. Wie sieht es denn eigentlich mein Inventar aus? Yes, ich habe lange nicht. Oh, ah, das ist Leder. Ich habe immer noch keine neue graue Rüstung mal erbeutet. What? Wir haben so viele Quests, warum? Ah, da oben. So weit hoch müssen wir jetzt schon? I don't like this. Wir gehen da mal in die Richtung. Blutschlinger getötet. Da hinten sind die Augen und da ist der Leichnam. Na gut, wir begeben uns mal in die ungefähre Richtung. Was sind wir denn eigentlich? Level 43. Okay.
Okay, das müsste ja eigentlich. Was ist denn das vom Levelgebiet her? Das müsste direkt passen, oder? 40 bis 45, okay. So, nach einer Woche weiß ich selber überhaupt nichts mehr. Wow. Du bist definitiv eine Elite. Wow, wow, wow. Du bist aber nicht der, den ich töten muss, ne? Unterfürst. Blutschlinger. Holy Macaroni. Da müssen wir ein bisschen. Bisschen aufpassen, du. Ich gebe dir mal ein Sternchen, ne? Oh, gut. Ja, das hat's gebracht, das Sternchen. Echt nice. Echt nice, echt nice. Aber der patrouilliert halt genau hier. Jetzt gucken wir mal. Der patrouilliert genau da, wo ich durch muss. I don't like this. Oh Gott, wie viel wenig Damage wir machen. Wie viel wenig. Oh Gott, guys, wie viel wenig Damage wir machen. Oh, shit, ich war vergiftet. Leck, der hat mir einfach das halbe Leben abgezogen. What the fuck? Boah, hier ist immer so eine Patrouille rumgelaufen früher. I remember. Vielleicht läuft die da auch noch. Oder war das eine Quest, wo man dann überfallen wird? Ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Durchgang. Da war irgendwas. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Durchgang. Wir gehen mal durch. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst. Aber okay. Okay, das war wohl doch eine Quest. Jetzt gehen wir mal von der Seite an die Sache ran. Vielleicht können wir dann diesem Elite-Mob ein bisschen ausweichen. Dich machen wir einfach. Einfach damit wir den Fluchtweg frei haben. 44. Ein Level über uns, ne? Muss man immer bedenken. Das könnte leicht gefährlich werden. Aber wir haben ja unsere Brocks und unser Wasserele. Wupp, wupp. So. Ach, da ist er. Den brauchen wir. Und, was mir auch gerade einfällt, ich glaube... Oh, das ist ja... Oh, shit, hat der viel Leben. Dann müssen wir alles ziehen, was wir haben, Guys. Was macht der da? Oh, nee. Der spawnt Ads. Aber die Ads machen aber zum Glück keinen Damage, so wie es aussieht. Oder nicht viel. Leck, da kann man sogar in seinen Mund reingucken. Guck mal, wie riesig der ist. Das Wasserelementar geht direkt mal rein. Okay. What the fuck, ey. Ah, ja. Das war gut. Das war gut. Ich habe nicht gesehen, dass er so viel Leben hat, als ich den gepult habe. Das war auch so wieder... Oh, das Wasserele ist tot. Mein Gott, wir müssen voll aufpassen. Ich bin hier nur am Rumlabern, ey. Voll am Slacken. Voll am Rumslacken. Sollen wir jetzt gleich noch da hochgehen? Ja, komm, jetzt gehen wir noch da hoch. Gehen wir mal auf den Weg. Da ist nämlich auch noch so ein Flugpunkt da oben. Bestimmt... Ach, guck mal, da ist noch ein Türmchen. Bestimmt können wir den Flugpunkt erstmal noch holen. Und... Ach, guckt euch ein Reh! Überall sind die tödlichsten Todesviecher, aber das Reh, das chillt ja einfach. Wird nicht angegriffen oder gejagt oder sonst irgendwas. Boah, wow, man kommt hier echt so hoch. Leck, bin ich geil, Alter. Whoop! Okay. Hier gibt's auch schon eine Quest. Sollen wir mal gucken, was das ist? Kann ich behilflich sein? Ich brauche tötet neuen Jagdhüterquelle. Wir nehmen es mal an. Aber ich glaube, das liegt nicht auf dem Weg, ne? Ne, das ist direkt da vorne. Ne, die machen wir mal nicht. Waffenschmied, Handwerkswaren. Ich habe die besten Waren im Land. Ach ja? Du hast die besten Waren im Land? Ach ja? Ach ja? Okay. Ja, der Weg ist halt doch ein bisschen nicht das, was... Oh, oder? Hier ist so ein Pfad. Wir gehen da einfach mal nach rechts. Entsprechend dem Ergebnis der Bundestagswahl halten wir uns rechts. Das ist jetzt der Weg in die Berge. Da geht's zur Geisterlande. Ich muss hier schon durch. Hier sind überall Skeletors. Und da hinten ist ein Zombie-Mann. Yes! Bis ich überhaupt mal wieder bei meinem Questgebiet bin, ist die ganze Epi vorbei. Da ist dieser Pfad. Das ist der Trampelpfad hier. Bist du rot oder gelb?
Gelb, sehr gut. Zulmaschar, oh, Fledermaus. Muss ich euch schon töten? Ja, euch muss ich schon töten. Dann sind wir hier mal richtig. Holen wir uns mal den. Geht nicht. Holen wir uns mal den. Geht auch nicht. Na gut. Jetzt vielleicht. What the fuck? Nur weil die da hinter dem Geländer stehen, kann ich da keinen Frostblitz durchschießen oder was? Oh, das sind Ranges. Okay. Aber wir haben den Ork Bro dabei. Ne, den Troll. Das ist der hässliche Troll, der uns letztes Mal fast getötet hat. Der hilft uns dieses Mal. Ja, das kann ja. Was macht er? Leck ist der Aggro. Leck ist der Aggro, der rennt von allein da runter. Hatte ich überhaupt Aggro von dem? Guck mal, wie der den schnetzelt. Hey, das ist mega nice. Das ist mega nice. So Hilfe kriegt man normalerweise nicht hier während der Iron Man Challenge. Ich glaube, das hatten wir zuletzt da unten bei Dachoheim, oder? Bei dieser Questline. Dass wir NPCs hatten, die uns geholfen haben. Yeah, das macht das Ganze easy peasy, lemon und squeezy. Wir pullen noch den Moosschinder. Moosschinder, weißt? Als würden sie in den Wald gehen und Moos schinden. Wie sieht es überhaupt aus, wenn jemand Moos schindet? Die trampeln einfach auf dem Moos rum und sagen dann, hey, ich bin ein Moosschinder. Kann mal jemand einen Fanart machen von Moosschinden? Und dann schicken wir es Blizzard und verlangen eine Erklärung. Blizzard, what the fuck is ein Moosschinder? Vor allem mit Doppel-O und Doppel-S. Voll geil. Voll geil, ey. Das ist ja easy. Wir müssen nur killen und looten und dann müssen wir hinten noch so einen Leichnam besorgen. Wahrscheinlich da oben auf dem Altar. Na, easy game. Das kriege ich hin. Oh, erstmal hier den Bengel zerzählen, dass der mir nicht zu so nahe kommt. Go away. Wo ist jetzt hier? Oh Gott, der buggt. Blutsauger-Kick. Leck, bin ich ein guter Mage. Insta-Kick auf den Blutsauger. Insta-Kick. What? Wo kommt jetzt der her? Kann ich den jetzt auch looten? Oh ja, kann ich. 15 von 3. Oh, guck mal. Guck mal, der spawnt instant. Der infizierte Moos. Monkey. Moosschinder. Spawnt jetzt wieder direkt? Das ist ja gefährlich. Irgendwie mal so ein bisschen aus. Oh shit, what the fuck? Blizzard. Ist das, wenn ich über die Gräber laufe, so wie in Zul'Guruk oder so? Nee, da muss man es ja anklicken. Zul'Farak meine ich, Entschuldigung. Ich bin über irgendwelche Erdhügel gelaufen und der da vorne ist auch ziemlich schnell gespawnt. Ich glaube, das ist mein Fail gewesen. Aber so lernt man's, ne? So lernt man's. Guck mal, haben wir... Das ist noch ein normaler. Haben wir noch irgendwo... Ja, da unten, die ganzen Gräber. Oh mein Gott. Da darf ich nicht drüber laufen. Das würde sehr gefährlich werden. Alter, das ist ja voll lustig. Das ist wie so ein kleines Minenfeld. Ist hier noch ein Grab? Das da? Ne, das da unten. Da sind nochmal zwei. Oh, oh, oh. Oh 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 oh. Ballern wir hier nochmal alles rein, was man. Hallo, krieg ich mal Prox? Pff, wer braucht schon Prox, wenn er so einen coolen Bekleider hat hier? Wie heißt er? Vex? Vex-Tool? Lululul. Der Leichnam ist echt ganz da oben. Sollen wir die auslösen? Ja. Ich glaube, das ist besser. Nicht das, ich nachher hier flüchten will und nachher kommen die alle. Aufgabe abgeschlossen. Sollen wir es wagen? Ah, das sind auch welche auf der Treppe. Oh, das sind sogar ganz viele. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss erst das Camp hier... Der patrouilliert hier auch ziemlich hart. Oh, löst der die auch aus? Nein. Nur ich löse die aus. Aber jetzt können wir hier schon mal... Okay, wir haben einen ausgelöst.
Wir können theoretisch auch einen schieben. Aber ich würde, glaube ich, eher sagen, wir halten uns das Schieb offen für den Notfall. Falls sich jemand schieben und flüchten muss. Also das ist voll... Mir gefällt das mit den Gräbern. Das ist auch was, was man nicht mehr im Endgame sieht. Das ist alles nur so schöne Quest-Gimmicks, ne? So. Jetzt komm mal her, du. Ah, das ist ja... Holy shit, hat der viel Leben. Holy... Achso, wir haben aber auch halt unseren Typ dabei, ne? Wirbelwind. Oh, oh. I don't like Wirbelwind. Mein Wasserele stirbt. Neues Beschwören. Fatz, fatz. Okay, da ist er down. Wow. Das war jetzt wieder ein Abenteuer. Pflicht ist getan. 7000. Werft den Leichnam das Feuer oben auf dem Ziggurat, wenn ihr bereit seid, euch von Vex'thul zu trennen. Nein. Hier? Aber hier sind voll viele Mobs. Und der spawnt bestimmt auch wieder. Vex'thul, würdest du bitte? Okay, dann nicht. Schon okay, Vex'thul. Schon okay. Ach, da geh ich hin, hä? Hey. Da ist der nicht so gemütlich. Shit, machen die viel Damage. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Was war das? Ich hatte keinen Dot, ne? Glaube ich. Waren das wirklich nur die Range-Angriffe von dem? Das ist aber ziemlich, ziemlich heftig, du. Renn da jetzt bitte hin. Ja. Okay. Ich muss nun fort. Wir sehen uns. Okay. Fertig? Oh mein Gott, zum Glück. Ich dachte, da kommen jetzt wieder solche Wellen und man muss die bekämpfen oder irgend so ein Shit. Oh, GG. Chi fucking Chi. Jetzt müssen wir noch hier irgendwie lebend rauskommen. Die zwei Gräber hier sind noch weg. Die Mobs hier sind noch alle tot. Das ist nice. Und mir ist eingefallen, dass wir das Addon jetzt gar nicht gehört haben, weil das ist natürlich Iron Man Challenge und da kill ich ja nicht so viel, so schnell Gegner nacheinander wie beim normalen Level oder so. Aber ihr werdet das noch mitkriegen in nächster Zeit. Das ist ja auf allen Chars aktiv. Die machen echt wahnsinnig Damage hier, die Ranges. Wahnsinnig. Können wir dich umgehen, du? Das wäre echt nice. So. Und jetzt rennen wir einfach davon. Da ist wieder die gelbe Larve. An der gehen wir einfach vorbei. Wir müssen eigentlich nur zu diesem Turm da. Und dann können wir mit dem Flug... Obwohl, ich weiß nicht, ob da ein Flug... Doch, ist da ein Flugmeister? Ich glaube, da ist so ein gelbes Flügelchen, guckt da unter dem Karawanenwagen raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Kletter. Woo! Sperren versucht Hilfe zu rufen. Ja, soll er. Bin ich outfight? Was geht euch durch den Kopf? Ist da einer? Ostwaldturm. Das müsste doch gewesen sein, oder? Ja! Wieder einmal überlegt. Und guck mal, wir haben 41%. Jetzt geben wir noch zwei Quests ab. Das ist eigentlich echt nice. Haben wir da guten Fortschritt gemacht, ey. So. Rippi. Was will er jetzt hier? Warum hat er auf einmal eine neue Quest? Ihr bekommt, das darf ich nicht ranziehen. Nicht anziehen darf ich das.
So, und du noch? Möge das Licht euch umarmen. Nochmal 7000. 54%. Easy. So. Tötet Ixlar, den Unterfürsten und 10 seiner Diener. Dass ihr in Nordteil aufnehmen, haben wir noch Zeit, oder? Niedlich kleine Goblin und so 10. Oh, das ist näher. Okay. Das ist näher. Moment, war das der. Der Unterfürst, das war der, den wir gesehen haben. Der andere Rabmob, der hier rumgeritten ist. Der große, hässliche. Kann ich mal bitte hier hoch? Nice, dann töten wir den das nächste Mal. Geil! Meine lieben Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.